Ja, schade, dass ich auch die ersten Minuten hier gar nicht mit Ton aufgenommen habe. Und kommen wir jetzt nach dem letzten Video über politischer Korrektnis hier oben auch nochmal verlinkt zum nächsten Video mit politischer Korrektnis. Ja, Julia, Beautics und Renzo machen eine Tidy Hands Challenge. Moment, ich mach nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem wunderschönen Zweitkanal. Manche sagen, alle sagen, es sei der beste Zweitkanal der ganzen weiten Welt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe auch zwei Kanäle, also Rezo. Sorry. So? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das vor lange nicht mehr. Machst du das immer? Schon, glaube ich, oder? Ja, lol, ey! Ja, lol, ey! Ja, lol, ey! Ja, lol, ey! Ja, das so, fährt ab. Wie ihr seht, ist heute ja, etwas lol, anders. Ey. Meine Hände sehen anders aus. Die sind geschrumpft, denn heute machen wir die Tiny Hands Challenge. Ja. Hallo, Julia. Leute, habt ihr eigentlich schon gefrühstückt? Ich nämlich noch nicht. Ich bekomme langsam Hunger. Ich bin hier schon wieder am Video produzieren. So bescheuert. Ich will auch kleine Hände haben. Ja, hier, ich gebe dir kleine Hände. Bitte sehr. Ja, danke. Die Leute. Das sieht so dumm aus. So. Oh mein Gott. Das, oh Gott, das sieht schon ein bisschen fucked up aus, oder? Hallo, liebe Freunde. Heute... Das war übrigens nicht politisch korrekt. Machen wir die Tiny Hands Challenge. Das bedeutet, wir haben kleine Hände. Westside. Wir kriegen jetzt vom lieben TJ, der sitzt nämlich hinter der Kamera. Sag mal, hallo. Nabend. Wir kriegen jetzt... Übrigens, meine Kamera macht den Weißabgleich auch richtig gut. Also, das ist genau die Hautfarbe, die ich ja auch in Real Life habe übrigens. Ich war seit 35 Jahren nicht mehr draußen. Ich von lieben TJ eine ganze Reihe von Aufgaben. Zum Beispiel, dass wir Dosen öffnen müssen, dass wir Jenga spielen sollen. Das ja, aber Kameraqualität, ihr wisst es, ist nicht so wichtig. Die Soundqualität zählt. Verschiedene Aufgaben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so lustig finden werde. Ja, wir kriegen verschiedene Aufgaben und dann natürlich gibt es auch Punkte. Und wer am Schluss die wenigsten Punkte hat, der muss diese Hände für immer behalten. Ich muss immer vor ums Auto fahren. Er kann so viele Gesten mit einer flachen Hand machen. So, erste Challenge. TJ. Ich habe jetzt zwei Karten für euch. Mhm. Ja. Das sind normale Spielkarten. Die Person, die zuerst es schafft, die Karte umzudrehen, kriegt einen Punkt. Let's go. Ja, easy. Fertig. Mann! Ja, verloren. Ist aber auch unfair, weil das ist so ziemlich deine Handgröße. Du musst dich nicht mal umstellen. Willst du mich verarschen? Okay, Julia, diese halben Punkt. Weil wir machen noch eine Runde und zwar die. Als ob jetzt Rezo so viel größer wäre als hier. Julia. Und zwar dieses Mal dürft ihr nicht. Nicht an die Tischkante gehen. Nicht an die Tischkante gehen. Okay. Und das wird difficult. Das funktioniert doch gar das geht nicht. Gar, doch. Doch. Oh. Ey, ich will wow. Also theoretisch habe ich es, glaube ich, früher umgedreht, aber nicht. Wieso hat sie erst einen Punkt? Sie hat doch schon zwei Punkte gemacht, oder nicht? Das sieht immer so aus, als würdest du mir Schläge androhen, wenn du so, aber, Obacht, Julia, Obacht. Obacht. Junge, dieses Wort, das triggert mich so hart, das triggert mich so hart. Obacht, Obacht, Obacht. Das hat Antoine in einem seiner Videos immer gesagt, so funny, Alter. Achtung, dünnes Eis. Julia, das hast du sehr gut gemacht. Ich applaudiere für dich. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Toni. Hallo Toni. Hallo. Hallo. Sieht aus wie Jesus normale Hände. Ja, lustig. Warte, ich kann das auch in die Hand nehmen. Ich bin noch. Warte. Warte, ich helfe dir. Hi. Hallo. Hi. Na? Ah, Scheiße. Alter. Der Arme, der wird da richtig vergewaltigt. Richtig hart. Hä, wir machen gar nichts. Hallo. Sind ganz normal. Bei Julia wirkt es sehr auffällig, bei Rezo sieht es normal aus. Ja, natürlich. Machen wir. Okay, perfekt. Bis dann. Kommen wir zum nächsten Spiel. Okay. Und zwar habe ich etwas für euch. Das ist Riesenjenga. Aber ich spiele gleich Riesenjenga mit Tiny Hands. Geil. Woo! Ich würde gerne mal so ein Rap-Video sehen, was komplett ist. Oh ja, die Softboxen gleiten da auch ein bisschen rein in den Shot. Alles klar, warte mal. Muss mal ganz kurz hier. Das ist wie ein ernstes Gangster-Rap-Video. Aber nur halt alle haben kleine Hände. Genau. Geil.
so alle bouncen so und dann so, ja, jetzt das müsste dieser SSIO? Ja, wenn der das machen würde. Alles. Das wäre voll lustig, wenn der SSIO macht. Sio, wenn du das siehst. Tiny Hands im nächsten Video. Mein komplettes Video nur mit Tiny Hands. Bitte. 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 Ja, voll lustig, dass sie jetzt auch über Sio reden. Er ist ja auch auf meinem Kanal in letzter Zeit sehr vertreten, ja. Bitte. Das ist ja schon lustig. Das Jenga ist aufgebaut. Die dürfen. Oh, ja. Vielen Dank. Oh ja. Willst du dann anfangen? Ja, ich fange an. Ladies first. Genau. Sieht irgendwie nicht so einfach aus. Na komm, wieso? Was ist, wenn... Lol, das war ja einfacher als gedacht. Ich hätte gedacht, man bekommt die Blöcke gar nicht da raus, weil die Hände ja so klein und abknickbar und so shit sind. Ich weiß ja nicht genau, wie die sind, aber stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Aber das sei übel einfach aus. Hat man dann verloren? Das ist nicht schlimm. Ne? Hauptsache der Turm fällt nicht. Genau. Du bist. Aber Scheiße. Boah. Ah. Ah. Oh mein Gott. Es hängt nur noch an meinen Fingerspitzen. Oh shit. Oh shit. Was machst du da? Muss ich den jetzt nehmen? Ja, du wurde geführt. Boah, Alter! Wie du es so schiebst. Ey, gerade im Laufen sah das echt weird aus. Guckt euch das mal an. Wie du es so schiebst. So, da, lol. Jetzt sieht es richtig real aus, als hätte sie wirklich so richtig verkleinerte, krüppelte Hände da. Sieht so lustig aus. Sehr gut. Mach mal was Riskantes. Was hat er da eigentlich für eine Küche? Ist ein bisschen unaufgeräumt, oder? Aber im Hintergrund ist natürlich auch der fette Flex. Man sieht das hier. YouTube Flex. Die klassische IKEA-Lampe, die gefühlt jeder zu Hause hat. Gefühlt jeder, ich nicht. Du berührst alle! Darf man das nicht? Ein berührt geführt. Und wenn du jemanden anpackst, musst du ihn nehmen. Ach so! Wenn du jemanden anpackst, musst du ihn nehmen. Oh. No comment. Ja, ist das so? Ja, ist so. Regeln sind da, um sie einzuhalten. Warte, was steht da? Power Eimer? Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Wie im echten Leben. Berührst sie um meinen Bus? Den musst du jetzt nehmen. Die musst du jetzt nehmen. Sorry. Tut mir leid. Regeln. Power Eimer in Stufe 3. Sind da, um sie einzuhalten. Okay. Solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, ja? Machst du, was ich sage? Ruhig. Das macht Joey immer. Was? Er macht immer so mit seiner Hand. Stimmt. Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Ich bin Joey. Scheiße, okay. Der ist überhaupt... Ich hab gar keine Ahnung, wer Joey ist, sorry, okay, aber... Guck mich so. Ich krieg Angst. Oha. Alter. Oh. Wow, wow, nix. Das war ein Power-Move, das war ein Power-Move. Oh mein Gott! Der wackelt schon jetzt sehr hart, ne? So, welcher von den beiden? Was? Ich wollte qualifiziert. Das war der No-Scope, ja. Ey. Ach ja. Fuck, ich dachte... Oh, der muss jetzt geführt. Fuck, nein! Welchen? Ich dachte... Sie hat gerade das Wort gesagt, was nicht politisch korrekt war? Da kommt der erhobene Zeigefinger. Julia? Der ist locker. Nee, nicht, der ist komplett fest. Julia! Da passiert gar nichts. Da passiert halt echt nichts. Was denn? Stärker! Boah! Was? Du kannst es schaffen! Du kannst es theoretisch schaffen! Ah! Oh mein Gott. Du kannst ihn nehmen! Gleich, ihr fällt alles ins Gesicht. Ist das knapp? Ich dachte, ist echt, das knapp? Ich schmeiß jetzt alles um. Ist das? Guck mal, Riese und Julia sind echt fast gleich so. Na, okay, ja, echt. Ich würde ihn so ganz bisschen nicht mehr so pushen, sonst fällt es da. Ja, dann nimm zwei. Zwei ist okay. Ist das dein Handy? Ja. Ist nur die Folie, die. Ja. Boah, ich habe gerade gesehen, dass der Turm nach da. Und ich sehe, wie das Handy da liegt. Auf ich habe so Angst bekommen. Ha. Okay, ja, gut. Das wär echt lustig gewesen. Ich meine, das wäre echt schade gewesen. Ah. Aber gut fürs Video, da hätte man vielleicht Clickbait draus machen können. Das war knapp.
Okay, Leute, an dieser Stelle würde ich das Video dann auch beenden. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Reaction-Videos sehen wollt, denn ich reagiere auch regelmäßig auf Rezo. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Den Rest könnt ihr natürlich bei den Jungs und Mädels gucken, ja. Den Rest immer unten verlinkt, immer unten verlinkt. Bis dahin, ciao.